Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Altenstein-Map, die gute. Ups, ich habe gerade wieder ein bisschen viel Kaffee getrunken, dann muss ich mal aufstoßen. Sorry, aber ihr kennt das ja, ne? Ihr kennt das, ihr seid ja alle Wiederholungstäter. Ich denke, die meisten von euch haben schon mal ein Video von mir gesehen. Das können eventuell auch zwei gewesen sein. So, wir haben noch eine kurze Special-Mission zu erfüllen, weil es kam in den Kommentaren vor und ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlimm. Und zwar hat mal jemand gesagt, ey, zeig doch mal, was du jetzt wirklich in der Garage stehen hast, damit wir dann googeln können, was das für Maschinchen sind, ne? So, also wir gehen jetzt hier auf Garage, ja, also das sind alle Standardtiere, ne, da braucht ihr nicht googeln, die habt ihr alle selber. Ah, ich habe immer noch nicht das Class-Logo gefixt. Irgend so eine Drecksmod macht mir immer die hässlichen Bilder da rein. Es gibt, na egal. Ich bin schon mal kurz vorm Eskalieren hier. Gibt's mittlerweile zum Laden. Ich habe mir die mal selber gemacht. Ne? Das Maisgebiss ist, glaube ich, von Moritz. Ich meine, ihr könnt suchen, ob ihr es findet, aber fahr Maisgebiss. Ne? Ja, der D80, ne? Klassiker der Landwirtschaft, gibt's den ja, ne? Das ist jetzt also das Original-Store-Bild, ne? Meiner sieht ja ein bisschen anders aus, das wisst ihr. Ich habe die Schnauze ein bisschen rausgezogen. Ich habe dem Tierchen Überrollbügel verpasst. Ich habe eine Pendelachse eingebaut. Vorne einen Pin reingesteckt, weil vorne ist ja nicht mal ein Loch drin. Hinten im Zugmaul ist auch kein Loch drin. Habe ich mindestens so einen alten Gambling-Pin reingesteckt, ne? Wie gesagt, Klassiker Landwirtschaft. Das Tierchen ist im Prinzip derselbe Trecker. Nur, dass ich halt ein Allrad. Ach, hier sieht man den Pin auch. Hier, da sieht man den Pin auch. Hier sieht man auch, dass die Motorhaube ein bisschen rausgezogen ist. Ach so, Gold, also die Streifen sind ja eigentlich aus Messing im Original. Meine hat auch Messingstreifen, also das Foto ist halt, wie gesagt, das Original Giants Bild. Die Kabine, die von ganz, ganz vielen benutzt wird, ist im Ursprung mal von Schlüter-Fan gewesen. Fragt aber auch kein Mensch nach, ob er die Kabine benutzen darf. Und das ist einfach so selbstverständlich, dass man sich diese Kabine draufbaut. Ne? Die Vorderachse ist übrigens auch von Schlüter-Fan. Ne? Nur um das mal zu erwähnen. Ist ein Privatmod, bleibt auch privat. Ne? Der Deutz ist auch Schlüter-Fan, Model Eicher. Aber, boah, ich weiß gar nicht, LS13 oder 15. Und habe ich auf irgendeiner russischen Seite mal gefunden, ist noch total fehlerhaft. Ich müsste da mal richtig Zeit reinstecken. Ich komme einfach nicht dazu. Den müsste ich mal richtig überbürsten. Ne? Ja, das Tierchen hier ist von TSL, aber leider wieder so unterirdisch, dass ich echt überlegen bin, ob ich mir nicht doch mal wieder ein Glas besorge. Ne? Also TSL kann man eigentlich zu gar nichts mehr gebrauchen. Ne? Falls einem die Seite nicht kennt, ne, gibt das einfach mal bei Google ein. Ne? TSL muss man sich anmelden. Gibt es ganz tolle Sachen. Ne? Ja, das Regal ist, glaube ich, aus ModHub. Ne? Den habe ich auch schon mehrfach gesehen. Meiner macht jetzt auch nur Kartoffelkiss, ist auch recht schmal. Den gibt es auch in 100 Meter breit mit alles und so. Ne? Meiner ist halt noch dem Originale am nächsten. Das Ding habe ich mal auf irgendeiner russischen Seite gefunden. Das Ding war, da war sogar das ZIP-Archiv zerstört. Und ich habe das Ding auf ich weiß nicht wie viel russischen Seiten gesucht. Es war überall das ZIP-Archiv zerstört. Das war nicht ganz einfach. Da waren ein paar richtig böse Dinger drin. Naja, meine läuft, ne? Das ist hier schön zum Hand ausklappen und so. Ist ganz witzig, das Teil. Man muss aber erstmal ein paar Stündchen Arbeit da reinstecken, ne? Bis man damit spielen kann, ne? Wie das halt oft so ist, ne? Ja, das ist ein kleiner Anhänger gewesen. Da habe ich mir den Überladewagen draus gebaut. Also so sieht mein kleiner, ihr wisst, dieser blau-rote Anhänger mit der gelben Plane, ne? Mit dem Überladerohr hinten dran. Das ist halt, ich habe das Torbild noch nicht geändert, ne? Ja, meine Sämaschine, das ist, die gibt es mittlerweile so zum Laden. Meine erste war ja von mir selber rübergeholt. Das war ja das Ding, wo der Deckel falsch rum drauf war ursprünglich mal, wo ich den Deckel gedreht hatte und so. Aber das ist jetzt, bei dieser ist das alles schon tutti kompletti fertig, ne? Texturen müsste man eventuell noch mal ein bisschen machen, aber naja. Den gibt es, glaube ich, auch im ModHub, ne? Das hier müsste von Black Sheep ein Anhänger sein. Den müsste man auch kennen. Ja, das ist hier meine Gabel, die ich benutze. Ich habe die halt nur anders skaliert, ne? Also, meine ist halt nicht so
so breit halt, ne? Ich habe die ein bisschen kleiner skaliert. Ja, so ein alter polnischer Gruber hier, habe ich auch schon Stunden an Arbeit reingesteckt. Meiner ist auch noch nicht ganz richtig. Ich müsste da nochmal wieder ein bisschen was dran machen. Das mit den Krümmlerwalzen weiß ich mittlerweile, wie das geht, dass die sich gar nicht mehr drehen. Ich komme halt nur nicht dazu, das mal zu fixen. Auch das Rad dreht sich, glaube ich, immer mit bei mir. Müsste ich nochmal wieder ein bisschen Zeit reinstecken, dass das auch fixuliert wird. Das ist, glaube ich, auch Mod-Hub. Ich glaube, das ist so in so Regenbogenfarben, ne? So Color-Dings hier ist das abgebildet, ne? Das ist so eine Schaufel halt für Rübchen. Und Kartoffelkäse weiß ich gar nicht. Ich glaube, eigentlich ist die mehr für Rübchen, ne? Ja. Ach so. Ach, Getreide und so auch, hm? Ne, es wird aber spannend. Also muss sehr zügig fahren, wenn man damit Getreide laden möchte. Man muss schon zügig fahren, ne? Sonst wird das schwierig, ne? Ich weiß nicht, was hier ist. Ist das falsche Strobbelt oder falsch? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist auf jeden Fall nicht richtig. Egal. Ich nehme das Ding zum Rüben- und Kartoffelladen. Ja, Klassiker der Landwirtschaft, ne? TLC. Ach, TLC. Es wird immer besser. Ich muss, TSL heißen die. Mein Gott, TSL hat den Klassiker der Landwirtschaft ja auch komplett konvertiert, ja. Das sind Standard-Giants-Modelle und hat es auch direkt bei Fuckloaded.net hochgeladen, damit man nochmal so richtig abgassieren kann. Leider ist alles fehlerhaft, also den habe ich komplett selber gebaut, also aufgebaut, rüber konvertiert, weil das Ding von TSL war leider überhaupt gar nicht zu gebrauchen. Den habe ich mir auch komplett selber fertig gemacht. Der könnte von TSL sein, ich bin mir da aber auch nicht sicher. Ich glaube, das Ding war fehlerfrei. Da konnte man direkt mit spielen. Den gibt es aber auch mittlerweile überall zu laden. Ist aber überall ein bisschen was dran zu machen, ne, an den Tierchen. Also man kann die zwar laden, aber das Ding ist aus Mod-Hub. Das ist eigentlich so eine Dreifachwalze, um ja, die Düngestufe quasi für Wiesen, ne, zu machen. Das ist ja zum Wiesewalzen gedacht. Habe ich ein bisschen größer gemacht, ein bisschen anders skaliert und Verdichten eingebaut. Also ich habe damit eine höhere Verdichtung, wie ich das halt so gerne mag. Ne? Ja, das gute russische Mähwerk, das hat der Moritz auf Fahr umlackiert und ich habe das halt old getrimmt. Ne? Und auch war völlig falsch skaliert, das Ding. Ne? Ich weiß gar nicht, war das zu klein? Ne? Das war so klein, dass die Unterlenker ungefähr hier so gesessen haben. Ne? So, das war völlig daneben. Das habe ich also alles neu skaliert und ein bisschen angepasst. Das Problem bei dem ist, er kann keine Bodenunebenheiten nach unten ausgleichen. Da müsste ich also auch nochmal, das wird aber nicht ganz einfach, da müsste ich nochmal richtig Zeit reinstecken, wenn ich das Ding wirklich, ja, es ist immer dieser Kosten-Nutzen-Faktor, ne? Das ist immer das Problem, ne? Ja, den kennt ihr, ne? Das ist der aus dem Mod-Hub auch. Da habe ich halt nur eine Achse ausgebaut, habe hinten was geändert, vorne was geändert, rundherum andere Aufbauten und so, ne? Ihr kennt das Ding, das ist mein Anhänger, mein Farmtech-Anhänger, den ich immer benutze. Ich habe den auch umbenannt, also so heißt der, also das ist, den gibt es so ähnlich in Wirklichkeit von Farmtech und da heißt der halt EDK 800 und das Ding, was im Mod-Hub ist, ist glaube ich der 900er oder so, ne? Das ist dann der mit der Tandem-Achse, meine ich, ne? Ja, hier mit der Schaufel dasselbe. Ist auch eine Schaufel, habe ich geladen, halt nur kleiner skaliert. Den Klotz habe ich auch kleiner skaliert und leichter gemacht. Das Original und die Collibox verändert, dass wenn man den hinschmeißt, bleibt er auch stehen, als wenn man einen Anker wirft, ne? Vorher ist der mal umgefallen, wenn man den weggeschmissen hat, ne? Ja, das sind die aus Mod-Hub auch, ne? Da hat der Moritz mir heute auch Texturen zugeschickt für, oder ne, will er noch machen, aber mal gucken, ob wir das nochmal schön kriegen, das Modell. Das Problem ist, die Dirt-Textur ist total Schrott. Ja, das ist so pixelig und verwaschen und ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, die Texturen sind alle zu klein auch. Ich meine, der Sam hätte das mal gesagt. Schade eigentlich. So von den Modellen ja schöne Dinger, coole Sounds, geile Features verbaut und dann so hässlich texturiert, ne? Das ist schon echt schade, wirklich schade. Ne, weil das Auge fährt ja auch mit, ne? Es ist ja mal
Ne? Ja, das Quaco-Güllefass auch aus Mordhub feiere ich halt so ultramäßig, weil wir halt früher auch so ein altes Güllefass hatten. Jetzt kein Quaco, aber auch mit diesen alten Flugzeugrädern drauf. Ne? Ich weiß bis heute nie, ob das stimmt, aber damals haben die uns dann gesagt, das sind Räder von Flugzeugen, die rund erneuert werden. Dann dürfen die natürlich nicht mehr aufs Flugzeug drauf. Und dann wurden die an die Güllefässer dran geschraubt. Ne? Die hatten früher alle so riesige Reifen da drauf. Ne? Und heute haben die alle so kleine Schubkarrenräder und das mag ich überhaupt gar nicht. Ich finde das nicht schön. Für mich muss halt ein Güllefass so dicke Ballonreifen haben von so einem alten Flugzeug. Ne? Der Nachteil ist halt hierbei, dass es halt sehr, sehr polyarm gebaut worden. Ich wollte immer, mit Maya ist das eigentlich kein Problem, da mal eben ein paar mehr Polygone reinzumachen. Ich komme noch nie dazu, ne? Ich komme einfach nie dazu. Ja, das ist im Prinzip das Ding, was vorne am Holmer dran ist. Das hat die Rona gelb angemalt und auch die Skripte, glaube ich, von einem anderen eingefügt. Hier von dem hier. Das ist dasselbe Prinzip, ne? Wie, wo ist er? Der Kleine da. Ne? Also die Skripte sind da drin. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe oder die Rona das gemacht hat. Ist auch egal. War auf jeden Fall so ein Kindchen von uns beiden. Ich habe da nur den Krautschläger vorne noch mal weggemacht, weil das ganze Ding ist so schon viel zu wüst ist. Ich meine, das ist für so einen Holmer gemacht. Ja, das ist alles viel zu schwer auch. Und ich muss das Gewicht auch leichter machen und so. Ne? Naja. Das Ding ist aus ModHub auch. Ne? Ist ziemlich neu noch. Die Monosam ist LS, ich weiß gar nicht, 13 sogar noch oder schon 15. Ist auf jeden Fall Redax Design, ne? Habe ich mir komplett fertig gemacht, das Tierchen. Da hatten die Collie-Boxen, mussten alle verschoben werden und so. Oh, da war einiges dran zu tun. Das Problem ist, dass der hinten so Räder hat, auf denen er läuft. Und das ist mit dieser neuen Spielphysik nicht ganz einfach einzustellen, habe ich festgestellt. Da kommt es extrem auf die Unterlenkerhöhe an und Contact to Ground und so. War eine ganz schöne Wühlerei, das Ding richtig schick zu machen, ey. Das Ding ist von der Hof-Bergmann-Map. Der Anhänger ist mit in dem Pack mit bei, wenn ihr das Mod-Package ladet von der Hof-Bergmann. Den gab es aber auch früher schon, ne? Von Pharma Andy ist das Ding. Ja, das ist von Rona. Mit Model Eicher zusammen. Ja, wollte ich gleich mal, oder in den nächsten Tagen mal so ein paar Sachen mit transportieren, um zu gucken, wie das so ist, ne? Ja, das ist hier mein Schwadrollator. Den gab es im Elva auch, aber ich glaube, das ist nicht der aus dem Elva, weil den aus dem Elva hatte ich mir letzte Tage auch extra zur Brust genommen und wollte den umskalieren, weil die Elva-Modelle alle zu groß skaliert sind. Ne? Auch den habe ich ein bisschen schmaler skaliert vom Fahrwerk her. Ja, kann man mitarbeiten mit Oldies. Ne? Also der macht gut was weg. Ne? Ja gut, keine Angaben hier. Ja, das kennt jeder, ne? Ist aus das berühmt-berüchtigte FM-Pack. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Kennt jeder. Müsste ich jetzt nochmal gucken, ob man da mal Hackschnitzel kann der? Der kann doch keine Hackschnitzel. Keine Hackschnitzel? Und die Frage ist, ob man da Stroh eintragen kann. Noch Mais kann der auch? Hä? Körnermais? Ich muss nochmal gucken, was damit los ist. Das ist das Schneidwerk zu dem. Ich weiß gar nicht, warum das Schneidwerk teurer ist als der ganze Kasten. Das habe ich auch nie verstanden. Das ist aus Mod Contest. Ein schöner, schnuckliger, kleiner Röhmroder. Hat am Anfang ein paar Probleme gemacht, aber jetzt läuft er ganz gut eigentlich. Ne? Musste ich wegen meiner hügeligen Map ein bisschen die PS runternehmen. Und das Schwierige ist halt beim Helfer. Es ist ein bisschen tricky, es funktioniert nicht so richtig, weil das sehr schmal ist hier. Und durch dieses Verspringen, also wenn man den anmacht, schiebt er die Deichsel rüber. Und das müsste man eigentlich ändern, dass man den einmal ausklappt und der bleibt ausgeklappt. Dann könnte man das Ding auch Helfer-ready machen, aber ich komme ja zu nichts. Ne? Das ist auch ein operativ etwas größerer Eingriff. Es gibt es ja, dass man, weil bei dem ist es immer so, wenn man den... Also deaktiviert, dann schwenkt er jedes Mal wieder zurück. Ja, und das kriegt der Helfer, der checkt das nicht. Der kommt ins Rotieren, weil der aber auch nur so eine schmale Arbeitsbreite hat. Ja, dann ist auch schön, wie ich hier so mit zwei Fingern zeige, wie schmal das ist und ihr das auch alle sehen könnt. Finde ich immer wieder geil. Das ist
Flug, der Opal 90, ist der im Ursprung auch mal von Vertex Design gewesen? Ich weiß gar nicht. Das war auf jeden Fall so ein hässliches blaues Ding nachher. Ich glaube nicht, dass der von Vertex Design ist, oder? Oder im Ursprung mal und dann misshandelt wurde. Auf jeden Fall, Percy hat da erstmal wieder schöne Texturen drauf gemacht, ne? So wie ein Lemkin-Flug auch auszusehen hat. Ja, nicht Babyblübchen blau, sondern dieses schöne, rauchige, verwaschene Grau. Ne? Den hat Percy, glaube ich, komplett gemacht. Das war, glaube ich, ein 4-Schar-Flug, wo er einen 5. Schar hinten dran gemacht hat und natürlich auch texturiert hat. Ne? Ja, das Ding auch TSL habe ich, glaube ich, da nicht geladen. Den gab es, glaube ich, irgendwo anders im Netz. Müsst ihr mal nachgucken. Ach, da habe ich nur das URL habe ich rausgenommen, dann, weil ich damit nicht fahre. Ne? Ich brauche das URL. Im Mutterfischwagen brauche ich das nicht. Ne? So, ja, das ist die Standardgabel. Da hat Percy auch schon mal den Link zu gezeigt. Ich glaube, da gibt es, ich habe das, meine ich, eben bei Maru gibt es das, glaube ich, auch. Mittlerweile, glaube ich, sogar beim Schrotti kriegt man das auch. Früher kriegte man das nur bei denen auf der Seite, ne? Aber mittlerweile kriegt man das überall. Das ist diese Ballengabel, die stapelt automatisch 4 Ballen. Da ist so ein Anhänger bei und so, ne? Benutze ich auch manchmal, ne? Ja, das ist der Anhänger, der gehört eigentlich zu der kleinen Velga-Presse. Den habe ich komplett repariert. Da habe ich Bauteile aus dem 13er für genommen, dass diese Disco-Kugel weg ist und so weiter und so fort. Da war einiges dran zu machen. Ich glaube, der hatte hier oben noch eine Collie-Maske drin. Der Käfig, ey, jede Stange kreuz und quer. Ich habe noch, also der Käfig, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, ne? Mann, 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 ich weiß gar nicht, wer das Ding zusammengezimmert hat. Ich habe irgendwann bei der Hälfte habe ich aufgehört, das Ding zu reparieren. Ach, es ist einfach, es ist so müßig, ey, es ist immer so müßig, ne. Aber wie gesagt, gibt es zusammen mit der Velga-Presse in schrecklich und mit Disco-Kugel-Effekt. Könnt ihr euch runterladen. Ja, das ist das Percy-Spezial, also das hat, wer hat das denn rübergeholt? Ich glaube Privat-Privat, ne? Privat-Privat hat sich das, also die sind alle bei uns im Team West, hat sich das rübergeholt, weil er es halt brauchte für seine Oldies. Und Percy hat sich da Farbwahl drauf gemacht. Ist, glaube ich, gab es damals im 13er schon. Im 15er gab es das. Und im 17er hat er irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. Hat das nicht mehr fertig gemacht. Deswegen haben wir uns das halt fertig gemacht. Oder beziehungsweise die anderen haben sich das fertig gemacht. Und ich benutze das. So, weil ich habe da nämlich gar nichts dran gemacht. Nullo. Ja, gute Mods erkennt man übrigens immer an diesem kleinen P hier, ne, wollte ich mal sagen. Ne. Oh, nein, nicht abhauen hier. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch ganz kurz hier einmal ein bisschen, was haben wir noch in der Garage? Ja, das ist ein alter Bautz-Ladewagen, auch, glaube ich, aus dem Elver sogar. Den hat mal einer auf ZIP umgebaut und den benutze ich immer wieder, alle Jahre, wird er immer rüber konvertiert. Das absolute Highlight hierbei war, dieses neue Füllvolumen hier reinzubauen. Da habe ich 100 Millionen Versuche gebraucht, bis ich da ein Füllvolumen drin hatte, mit der Schräge hier unten, mit der Schräge hier, mit der Schräge da. Dieses Füllvolumen hat mich irre gemacht. Ja. Das ist auch noch nicht fertig, hier fehlt noch ein Particle System und ach, irgendwann höre ich einfach immer auf. Dann, wenn es spielbar ist, ist gut, ne? Ja, der Pöttinger, da gibt es noch einen großen Bruder von. Habe ich auch mal irgendwo runtergeladen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Musste auch repariert werden. Da stimmt der Contact to Ground auch nicht. Und wenn man das aber fixuliert hat, ich habe das im Prinzip abgeschrieben beim Original. Da steht alles richtig drin. Man muss es nur richtig abschreiben. Und dann ist das ein schnuckliger kleiner Zetter. Ne? So, das war das kleine... Diego, zeig mal deine Garage, Altenstein, Mod-Spezial-Video. Und ist auch fast gar nicht zu lang geworden, aber jetzt habt ihr mal wirklich alle Mods gesehen, die ich zurzeit benutze. Ich hoffe, das war alles drin, was ihr wissen wolltet. Und wenn nicht, müsst ihr halt nochmal fragen. Ne? Achso, ja, hier, das ist hier der kleine Farmtech-Anhänger. Ne? Der Käfig ist übrigens aus LS11 von einem Krone-Anhänger, habe ich mir den runtergeklaut. Ja, und der Rest ist halt hier Fuckelei, ne? Hinten da, der Arsch ist im Original von einem Brandner-Anhänger. Da habe ich dann eben nur ein bisschen mit, mit einem 3D-Bearbeitungsprogramm. Ich fällt der Name nicht ein. Blender, so. Nur mal eben die ein bisschen geändert, dass das so ähnlich aussieht wie der Original-Farmtech-Anhänger, ne? Ist jetzt auch nicht richtig original alles, aber
Ach, man kann damit spielen, ne? Das reicht mir immer. Wenn man damit spielen kann, ne? Die hinten seht ihr die Walze, ne? Mit dem höheren Verdichtungsfaktor. Da werde ich gleich auch mit arbeiten. Ja, und den D80er Klassiker der Landwirtschaft mit der kleinen, mit dem kleiner skalierten Gewicht und der kleiner skalierten Gabel. Farbwahl hat die, glaube ich, automatisch. Oh, mein Zylinder ist ja kaputt. Hey, was ist los? Sollen wir gleich mal durchtappen, dass das mal repariert wird. So, jetzt ist aber lang genug geworden hier. Over and out. Diego ist draußen und habt euch lieb.